ganz im Ernst, die letzten Jahre waren total verunsichernd für mich. Diese ganze Vogue-Diskussion, die in den letzten Jahren ankam. Ich dachte, ach du Scheiße, habe ich noch eine Karriere? Darf ich jetzt noch andere Figuren spielen oder ist es kulturelle Aneignung? Ich wusste es nicht mehr. Die Vogue-Diskussion ist absolut wichtig. Gar keine Frage, Leute. Ich habe mich auch überprüft. Aber ich kann nicht anders, Leute. Ich kann nicht anders, als die Leute, die einen Akzent oder einen Dialekt haben, nachzumachen. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich habe so einen Spiegelreflex. Dankeschön. Ist für mich eine Liebeserklärung, sage ich euch ganz ehrlich. Ich liebe Akzente und Dialekte. Und ich merke manchmal gar nicht, dass ich die nachmache, noch während ich vor der Person stehe, die den Akzent hat. Leute, ich kann doch nicht mal in ein indisches Restaurant gehen. Der Kellner kommt zu mir. Was kann ich Ihnen bringen? Und ich versuche nicht mit dem Kopf. Ein Mangolasche! Es ist wirklich ein Problem für mich. Mein Arzt hat mir Yoga empfohlen für diesen Fuß. Aber Yoga, meine Frau hat mich mal mitgenommen zum Yoga. Und ich darf da nicht mehr hin, weil Yoga-Lehrerin hat nur angefangen mit indischen Begriffen. Und da kam der innere Inder in mir durch. Die Leute nehmen Yoga schon ernst. Die können so einen Spaßvogel wie mich da nicht gebrauchen. Da sagt die Lehrerin, so, jetzt machen wir die erste Stellung. Wir machen Uttanasana. Und meine Frau schaut mich an. Wehe. Der hat Uttanasana gesagt. Jetzt machen wir Shavamana. Shavamana! Bei der nächsten Stellung hat sie mich zerrissen. Jetzt machen wir Adum. Das ist ein Problem, Leute. Das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem für mich. Aber ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige. Ihr seid genauso. Ihr wollt mit den Leuten kommunizieren, egal auf welchem sprachlichen Niveau. Und das, finde ich, ist ja eigentlich freundschaftlich nett gemeint. Wenn mich einer nach dem Weg fragt, dann fange ich auch an. Ich merke das wirklich nicht. Ich fange an. Neulich hat mich so ein französisches Touristenpaar, ich war hier auf der Domplatte, die haben mich nach dem Weg gefragt, zum Hauptbahnhof. Und ich habe es noch nicht mal gemerkt. Und ich wurde automatisch zum Franzosen. Weil der Mann hat mich so, also, excusez, Monsieur, wir haben uns verlaufen. Wir suchen den Weg zu Hauptbahnhof. D'accord? Und während er die ganze Zeit gesprochen hat, habe ich intensiv mitgefiebert, dass er die richtigen Worte findet. Ich habe ihn die ganze Zeit so angeschaut. Und als ich geantwortet hatte, habe ich nicht mehr gemerkt, dass ich genau wie er pass auf, der Hauptbahnhof, ist hier ganz in der Nähe. Er schaute mich irritiert an. Schaute die Frau an. Die Frau schaute mich an. Passanten kamen vorbei. Ah, ich weiß, pass auf. Der Hauptbahnhof ist auf anderer Seite. Du gehst über die Straße, kommt ein großer Platz mit einem Uhr und das ist der Hauptbahnhof. D'accord. Er war total irritiert. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie Franzose? Vous parlez français?
No. Aber Sie sprechen wie ein Franzose. Warum machen Sie das? Ich weiß nicht. Ich weiß, Sie sind ein Arschloch, ne? Ich kann nichts dagegen machen, Leute. Ich tut mir wirklich leid. Aber kann ich mir nie merken, Feiertage. Feiertag für mich ist immer nur, der Supermarkt hat überraschend zu. Und ist ja dann immer wegen Jesus. Mein Gott. Nee, Entschuldigung, Köln, also falls da Fans anwesend sind. Ich sehe das total ein, dass man sagt, Geburtstag, Todestag, klar, aber doch nicht allen Scheiß. Wirklich, Jesus hat vor 2000 Jahren mal im Würfelspiel gewonnen, zack, Feiertag. Das ist doch einfach daneben. Ja, so, dann habe ich mir wirklich mal so Feiertage angeguckt, ja, was da so gibt. Da gibt es dann wirklich Palmsonntag. Das ist schon ein Sonntag. Da haben sie sich gedacht, nee, dann machen wir eine Palme dran. Weiß jemand, was Palmsonntag ist? Hier mal aufzeigen. Jemand? Leute. So, das ist der Einzug von Jesus nach Jerusalem. So, jetzt nickt er, danke. Ja, hab ich's wohl richtig gemacht, dankeschön. So, das ist der Einzug von Jesus nach Jerusalem. So, und dann haben die da so Palmwedel so auf den Boden gelegt, weil sie so gefreut haben. So, dann muss man jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Da feiern wir einen Einzug. Und das ist wohl einmal schon gebührend abgefeiert worden. Das feiern wir 2000 Jahre lang. Das würde ich ja privat auch nicht machen. Ja, als würde mich dann jemand fragen, Till, hast du Donnerstag Zeit, ein Bier zu trinken? Und ich sage, nee, da bin ich vor 3 Jahren mal umgezogen. Halte ich mir immer ganz gerne frei. Da habe ich so ein Ritual, da lege ich immer so Akazienzweige aufs Klo. So, was ist denn los? Ich glaube, Jesus selber würde sagen, komm, mach mal ein bisschen ruhiger. Mach mal, ja, oder? Das schon, Jesus ist ja ein bescheidener Typ. Oder Jesus ist ein bescheidener Typ, das muss man sagen. Der ist ja quasi durch seine Bescheidenheit berühmt geworden. Dem geht es eigentlich wie mir. Da muss man schon sagen, Jesus war ein bescheidener Typ. Ne? Der hat ja gesagt, ich bin der Heiland. Gut, das ist jetzt noch nicht per se bescheiden. Nee, das ist... Ne, aber was willst du machen, wenn du in der Heiland bist? Ne? Also ich finde, wenn du der Heiland bist, muss es auch sagen. Das ist keine Sache für falsche Bescheidenheit. Das wäre richtig komisch gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, ich bin der Heiland, aber ich sag mal nichts. Die werden sich wundern. So machst du ja keine Weltreligion. Ne? Der hat gesagt, ich bin der Heiland. So, dann muss natürlich was kommen. Muss einen Trick zeigen. Ja klar, weil sonst denken sie auch, ich bin auch der Heiland. Die standen um Jesus rum und haben gesagt, zeigen, zeigen. Aber alles verändert sich gerade bei mir, ohne Scheiß. Mittlerweile bin ich 31 und ich habe so reflektiert, das ist alles anders, Alter. So früher, als ich 18 war, war alles viel besser. Mittlerweile habe ich Rücken und ich merke ihn sogar. Es ist schlimm. Wer ist heute über 30? Vielleicht mal kurz klatschen. Wer ist über 30? Ja. Danke, reicht. Wer ist unter 30? Hört ihr das? Hört ihr das? Merkt ihr selber? Die über 30, ah! Ah, mir tut die Hüfte weh beim Klatschen. Es ist mir das Gebiss rausgefallen, Scheiße. Und die unter 30, ficken, ficken! Noch 2, 3 Witze und dann bin ich nass, Digga, dann bin ich nass. Alles war früher geiler mit 18. Allein das Saufen war viel krasser, Mann. Früher, ey, da haben wir mit 18 haben wir so einen Tetrapack Eistee genommen, da haben wir die Hälfte weggekippt, mit Wodka nachgefüllt und dann gib ihm. Ja, gab aber nur ein Problem. Irgendwann fing das oben an, so rumzufusseln. Dann ist das so weggeätzt oben und du trinkst dann so. So haben wir früher geübt. Die Frauen gerade zu ihren Männern, du wohl nicht, ja?
Digga, heute komme ich zu meinem Kumpel, der früher so richtig schluck, schluck, schluck. Der fragt mich, na, Digga, hast du Bock auf einen Mocktail? Ich sag, was ist das denn? Sagt er, ja, das ist ein Cocktail ohne Alkohol. Ich sag, Digga, das ist Saft. Und der so, nein, das sind ganz viele Säfte zusammengemixt. Ich sag, ja, das nennt man Multivitaminsaft, Alter, was willst du von mir? Das nennt der Mocktail? Und dann fragt er mich, bringst du vielleicht ein Weinchen mit? Habe ich letztens wirklich, ich sag, ich bringst du ein Weinchen mit, Alter, sind wir 100 oder was? Ich habe im Keller noch so eine Pulle gefunden, ich gebe die ihm und er so, oh, 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 ist der aus der Region? Ich dachte so, Keller, ja. Der trinkt so, bisschen staubig. Ja, die Flasche war auf. Der ballert aber nicht so. Ist das Traubensaft? Ich sag, nein, Digga, das nennt man Mocktail. Aber es ist so krass. Auch feiern. Keiner kann mehr richtig feiern über 30. Ich weiß nicht, vielleicht sind ein paar hier, die sagen, yeah. Bei uns nicht. Es gibt eine Person im Freundeskreis, die habt ihr auch alle. Eine Person, die einen immer abfuckt. Ihr trefft euch mit 10 Leuten. Genau du bist das. Boah, ich springe heute noch ins Publikum, das wird toll. Das wäre geil. Guck mal, ich springe in den Innenraum. Hier, bam, alle weg. Da hinten sitzen die. Bum, bum. Das war lustig. Das war richtig schön. Es gibt immer eine Person, und ihr kennt alle diese eine Person, die da um 18 Uhr sitzt und sagt, ey Leute, ich sag's euch gleich, bitte verklagt mich nicht, aber ich werd heute nicht alt. Ich sag, wieso, stirbst du? Nee, ich hab morgen echt einen harten Tag vor mir. Ich sag, du bist Lehrerin. Was, harter Tag? Hast du morgen 6 statt 5 Stunden oder was? Wie krass? Guck mal, hier sind ein paar Lehrer. Ich hau ihn gleich kaputt, ich hau ihn gleich kaputt. Kulturaustausch ist so wichtig. Du hast nur Vorurteile gegenüber den Menschen, die du nicht kennst. Du hast nur Angst davor von dem, was du nicht kennst. Und das ist die Antwort auf all die Probleme, die wir haben. Kulturaustausch, Leute. Dann gibt's auch keinen Rassismus mehr. Es ist so. Ich. Ja. Dankeschön. Danke. Danke. Der Applaus ist berechtigt. Dankeschön. Ich habe gegen niemanden Vorurteile, weil ich mache regelmäßig Kulturaustausch. Ich habe das erst letztens gemacht mit einem japanischen Freund von mir. Er heißt Takao. Seinen Nachnamen kenne ich nicht. Wahrscheinlich Nintendo oder so ein Scheiß. Und ich bin zu Takao gegangen, habe gesagt, Takao, ich weiß nichts über deine Kultur. Und er so, Özcan, ich weiß auch nichts über deine Kultur. Ich so, weißt du was, wir machen Kulturaustausch. Und dann haben wir einen japanischen Tag gemacht. Wir waren japanisch essen. Danach waren wir in einer japanischen Bildergalerie, diese alte und moderne japanische Kunst vereint. Es war großartig. Und am Abend waren wir auf einer japanischen Oper. Wer von euch war schon mal in einer japanischen Oper? Seht ihr, da fängt's an. Und die japanische Opernsängerin ist auf die Bühne gekommen, Leute. Eine wunderschöne Frau in einem wunderschönen Kleid. Wie grazil und filigran sie sich über die Bühne bewegt hat. Und dann hat sie sofort losgelegt. Ja! Und nach 15 Sekunden, ich war so neugierig, ich war so, Takao, Takao, was hat sie gesagt? Er so, Özcan, sie erzählt eine Geschichte. Sie wurde von ihrem Mann verlassen und dann ist sie in ein Dorf gezogen namens Bukake. Dort hat es immer geregnet. Dann hat sie jemanden Neuen kennengelernt und mit ihm hat sie ein Fachgeschäft für Rollschuhe eröffnet. Doch das lief nicht so gut und sie mussten Insolvenz anmelden. Und mit ihrem letzten Paar Rollschuhe sind sie in den fernen Osten und haben dort Felder besät mit Reis und Auberginen. Ich so, Takao, das ist die schönste Geschichte, die ich je in meinem Leben gehört habe. Am nächsten Tag haben wir dann einen türkischen Tag gemacht. Wir waren türkisch essen. Türkische Bildergalerien gibt's nicht. Ich sag euch auch warum, weil für uns Türken ist ein Bild. Versteht ihr? Wir sehen ein Bild und sagen Bild und laufen einfach weiter. Deutsche bleiben vor Bildern stehen und fangen an, die zu interpretieren. Ja, der Künstler war in dieser Phase sehr introvertiert.
das sieht man hier an der Farbgebung, hier an der Pinselführung. Woher weißt du das, Lan? Das Bild ist 400 Jahre alt. Vielleicht war der Typ besoffen, als er es gemalt hat. Der so Mona Lisa, du Drecksau, du elende Junge. Ich sag das, ja, du willst eine schöne Nase? Da hast du deine Nase. Du elende Drecksau, ich sag das, hey. Leck mich am Arsch, du. Deutsche müssen immer alles ganz genau beschreiben. Wenn ich mit dem Basti durch den Wald laufe, Basti muss mir immer alles erklären. Der so, Östchen, das ist eine Fichte, das ist eine Buche, das ist eine Borke. Für mich ist einfach nur Baum, Baum, Baum und alles gut. Der so, Östchen, guck mal, das ist ein ganz spezieller Busch. Ich so, halt deine Fresse, gib den Joint weiter, Alter. Und am Abend waren wir dann auf einem türkischen Konzert. Und der türkische Sänger ist auf die Bühne gekommen, Leute. Ein gestandener Mann. Weißer Anzug, Lack. Und so ein Schnurrbart. Wir Türken, wir haben von Geburt an so ein Schnurrbart. Wegen unserem Schnurrbart hat Gillette mehrere Klingen, Leute. Das ist keine Marke, sondern ein Ausruf der Verzweiflung. Mach eins, mach zwei, mach drei, mach die Scheiße weg! Und dann hat der Sänger das Mikrofon gepackt und hat die Schallmauer durchbrochen, Leute. Eine halbe Stunde, ohne Pause, Vollgas, halbe Stunde, der so. Und nach einer halben Stunde hat Takao gesagt, Özcan, was hat er gesagt? Ich so, Moruk, bis jetzt noch gar nichts, Alter. Und das ist Kulturaustausch, Leute. Dafür stehen wir. So viel ist passiert, Leute. So viel ist passiert. Ich war blind, ich war gelähmt. Ich habe Löcher in meiner Wirbelsäule. Ich war im Koma. Ich war zweimal im Koma. Und die Leute fragen mich immer, Toni, erzähl mal, wie war Koma so? Und Koma ist hart. Koma ist hart. Koma ist nicht so hart, wie in Duisburg-Marxloh zur Schule zu gehen, aber hart. Ich weiß nur, als ich wach geworden bin, habe ich auf mein Handy geguckt, hatte ich 1500 Nachrichten. 1500 Nachrichten von meinem besten Kumpel Hassan. Um euch Hassan ein bisschen näher zu bringen, Hassan schreibt sich selber gerne mit Z, aus ästhetischen Gründen. Ihr merkt, der Typ hat die Schule beendet, anders als ich. Hassan ist so ein byzantinischer Kanake, der ist aus anderem Holz geschnitzt, wirklich. Hassan ist aus Elfenbein, alle anderen Türken, die ich kenne, sind aus Shisha-Kohle. Wirklich. Hassan ist der Hugh Hefner aus Duisburg-Marxloh. Nur anstatt Bademantel und Lustgrotte hat der Zahnlücke und Kreditschulden. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn du mit Hassan unterwegs bist, dann geht er immer zu den Frauen und lässt sich die E-Mail-Adressen geben. Letztes Mal habe ich den gefragt, Hassan, warum lässt du von den Frauen eigentlich immer die E-Mail-Adressen geben? Guckt er mich an, sagt er zu mir. Bruder, du musst Fuchs sein, du musst Fuchs sein. Guck mal, wenn ich den ganzen Tag an meinem Handy schreibe, denkt meine Freundin, ich würde die betrügen, Bruder. Aber wenn ich den ganzen Tag E-Mail schreibe, dann denkt die, ich mache Business. Könnt ihr euch vorstellen, wenn der Typ euch schreibt, während ihr im Koma seid, weil der euch für Nachrichten schreibt? Erste Nachricht, die er geschrieben hat. Bruder, wie geht's? Kommst du raus? Hast du Lust auf Kino? Im Hintergrund Kinoplakat fotografiert, 7 Leben. Auf einmal ist Hassan Deutscher geworden. Er schreibt mir so, Bruder, nix für ungut, aber du schuldest mir noch 7,35 Euro. Mit Inflation jetzt 9,66 Euro. Du hast neue Freunde, ne? Wallah, du hast dich voll verändert, alle sagen das. Wenn deine Mutter liebt, schreib's zurück. Hurensohn. Hab ich ihn direkt angerufen, um die Sache klarzustellen. Hassan, Bruder, wie geht's dir? 8 Monate, nichts von dir gehört, schön deine Stimme zu hören. Er so, Wallah, Bruder, schreib mir nicht mehr. Du bist ein Bastard. Deine Eltern sind Zwillinge. Nein, Drillinge, weil du aussiehst wie ein Hund. Bruder, chill doch, chill. Ich war Koma, Bruder. Wallah, du warst Koma, Bruder? Ja, Bruder. Sag Wallah, du warst Koma. Wallah, ich war Koma. Tschüss. Warum sagst du nicht Bescheid? Hey. Hassan, Alter. Hassan.
Mein voller Name ist Maria Clara Groppler. Ich muss sagen, ich finde meinen Namen Groppler aber nicht so schön. Ich finde, es klingt irgendwie so wie das, was man auf dem Bau in so einer Trommel anmischt. So, ey Jürgen, pass auf, nicht reintreten, der Groppler ist noch feucht. Ich habe so die Horrorvorstellung, dass ich irgendwann mal an einer Baustelle vorbeilaufe und jemand sagt so, ey, pass auf, der Groppler ist noch feucht. Ich bin so, die Groppler ist noch feucht. Respect my pronouns, bitch. Wirklich niemand denkt bei Groppler an was Schönes. Ja, selbst meine iPhone-Autokorrektur macht aus Groppler grippaler Effekt. Meine Mutter, die hat es noch schlimmer als ich, die heißt Grit Groppler. Ja, wirklich. Und ich habe meine Oma gefragt, warum sie sie so genannt hat. Und sie meinte dann, dass sie dachte, dass meine Mutter ja eh früh heiraten wird. Sie hat meine Mutter Grit Groppler genannt, um früh Druck aufzubauen. Deswegen hat meine Mutter mich auch Maria genannt, weil sie war so, du bleibst für immer Jungfrau. Ich war so, okay, dann bekommst du auch für immer keine Enkel. Und Gott war so, okay, dann brauchst du auch für immer keine Brüste. Ich habe meine Oma dann auch mal gefragt, ob sie noch Alternativnamen hatte zu Grit Groppler. Und sie meinte dann, dass meine Mutter aus einer Affäre entstanden wäre und ihr Vater war für Hoppler Groppler. Ja. Ich habe auch mal die Herkunft von dem Namen Groppler gegoogelt und ich habe dann rausgefunden, dass es den Namen Groppler auch als Vornamen gibt. Und seitdem möchte ich unbedingt ein Kind haben. Ja, stell dich mal vor, meine Tochter Groppler Groppler. Ist beim Arzt und der Arzt ist so, und ist Groppler dein Vor- oder Nachname? Und sie ist so, ja. Ich habe auch immer noch so ein bisschen die Traumvorstellung, dass ich irgendwann mal jemanden heirate, der Reiter mit Nachnamen heißt. Und dann heißt meine Tochter einfach Groppler, Groppler, Reiter. Danke. Ich hätte schon gerne irgendwann mal Kinder, aber aktuell nehme ich noch die Pille. Weil ich will keine Teenie-Mutter werden oder wie wir bei uns im Osten sagen, Mutter. Da ist man schon mit 16 eine Milf. Ich muss sagen, so, ist schon krass, ne? Die Pille ist eine krasse Hormonbombe, ne? Die täuscht deinem Körper eine Schwangerschaft vor, ja, jeden Monat 21 Tage lang, ja, und das ist anstrengend. Ich bin müde, ich bin kaputt, ich habe jetzt mittlerweile 257 Schwangerschaften hinter mir. Das sind fast so viele wie die Mutter von den Wollnys. Und seit ich das weiß mit der Schwangerschaft, nutze ich das auch so ein bisschen zu meinem Vorteil, ne? Wenn ich Bahn fahre, dann bitte ich jetzt immer die alte Dame aufzustehen. Entschuldigen Sie bitte, ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten, aber hypothetisch gesehen bin ich schwanger. Ich trage in mir, was bei Ihnen bald zu Ende ist. Leben. Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen unfair, dass wir Frauen die Pille nehmen müssen. Es wurde tatsächlich auch mal an der Pille für den Mann geforscht, aber die Forschung wurde dann eingestellt, weil zu den Nebenwirkungen zählten Gewichtszunahme und Stimmungsschwankungen. Ja, das wäre ja schrecklich. Stellt euch mal vor, Männer würden die Pille nehmen, ja? Testosteronspiegel geht runter, keine Lust mehr auf Sex, einfach alle Weltprobleme in 6 Sekunden gelöst. Bruder, ich hab's eh nicht einfach im Leben gehabt. Wir waren Flüchtlinge aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Und als Ausländer in Deutschland kennt man und hört man viele Sätze als Ausländerin, ne? Ja, warum seid ihr denn in Deutschland, hä? Warum seid ihr hergeflohen? Seid ihr Wirtschaftsflüchtlinge oder politische Flüchtlinge? Seid ihr aus Angst hier oder aus Hunger? Sagt mal, warum? Und meine Mutter hat ihre eigene Definition. Meine Mutter sagt dann immer folgenden Satz. Wissen Sie, wir fanden, dass uns Kopftücher nicht so gut stehen. Wir waren Fashion-Flüchtlinge. Nein, meine Mutter hat nichts gegen den Kopftuch an sich. Jede Frau sollte selbst entscheiden, ob sie einen tragen möchte oder nicht. Nur meine Mutter wollte. Genauso ist das. Meine Mutter wollte, dass ich irgendwann mal selbst entscheiden kann, ob ich ein Kopftuch tragen möchte oder nicht. Und das ist der Unterschied. Und dafür hat sie ihr gesamtes, sie ist heute Abend hier, dafür hat sie ihr gesamtes Leben in ihrer Heimat aufgegeben. Wie? Danke.
wie viele andere mutige Frauen, die genau dasselbe tun. Und es hat meinen größten Respekt verdient. Und ich erinnere mich noch ganz genau, als wir im Flieger waren. Meine Mutter war übermotiviert. Die so, oh, Freiheit. Persische Frauen, du kennst es wahrscheinlich, persische Frauen sind im Flieger, die so, wir sind frei, wir tanzen, sind happy, glücklich. Meine Mutter mir als erstes einen Minirock angezogen, kurzen Crop-Top. Ich so halbnackt rausgegangen, minus 90 Grad, kalt. Ich so, Mama, ist ganz schön kalt hier. Dieser Schatz ist doch perfekt. Jetzt können wir ohne Kopftuch durch den Schnee laufen. Und das Schlimmste kommt ja noch auf uns zu. Wir Ausländer, wir kommen nach Deutschland, Flüchtlinge, wow. Wir denken, alles ist geklärt. Nein, es kommt ja noch die größte Sache, die wir erledigen müssen. Uns anpassen in Deutschland, Integration, großgeschrieben hier. Alle so, ja, man muss sich hier anpassen. Ist auch wichtig. Aber ihr Lieben, in Deutschland nicht einfach. In Deutschland fährst du 400 Kilometer Auto und allein fünfmal ändert sich das Wort für Brötchen. Ich komme aus einer anderen Welt. So, bei uns ist alles anders. Schon persische Begrüßung ist komplett. Guck mal, in Deutschland, Deutsche sind so sachlich. Ihr seid so einfach. Ich finde es ja auch toll. Ihr seid so einfach. Deutsche Begrüßung ist ganz einfach so. Hallo. Fertig. Keine Romantik dahinter, nix. Ruf mal einmal nach Iran an. Ruf mal einmal deine Familie im Iran an. 300 Jahre nur die Begrüßung. Eine persische Begrüßung geht ungefähr so. Salam khubasti, chetori, mamani tun khube, baba tun khubastan. Hame khubastan, mamam bozok khuban, ache gorbunetun beram. Ins Deutsche übersetzt heißt das, wie geht's dir, wie geht's deiner Mutter, wie geht's deinem Vater, wie geht's dem Baum vor deinem Haus, wie geht's dem Fußteppich auf dem Boden. Und am Ende der Begrüßung sagen wir, das ist kein Scherz, gorbunetun beram, das bedeutet ins Deutsche übersetzt, ich sterbe für sie. Das Problem ist, ich Dummkopf habe das genauso damals ins Deutsche übernommen. Mach das mal mit meinen schwarzen Haaren. Alle dachten, ich wäre eine Selbstmordattentäterin. Ich sterbe für sie. Pff, alle weg, die Deutschen. Was mit der los? Ich sterbe für sie. Alle weg. Und dann komme ich in die Schule, ihr Lieben. Ich kam in die Schule, dachte, das Schlimmste ist getan mit Integration. Nein. Ich habe alles verloren. Meine Heimat, mein Leben, alles. Komm in eine Schule, auf eine Hauptschule. Und ich habe kein Wort die Sprache verstanden. Kein Wort. Okay, woher sollte ich Türkisch können? So, zurück zum Dating. Ich habe so das Gefühl auch, so bei so Dates, ich weiß generell nie, so was ich da so anziehen soll. Oh, warte. Nur meine persönliche Meinung. Ich fände das Schlimmste, was eine Frau zu einem Date anziehen kann, Bolero. Kennt ihr diese rückenfreien Jackchen? Hat das jemand im Schrank? Einmal aufstehen, Saal verlassen? Das ist ja wohl das hässlichste Kleidungsstück. Es sei denn, ne? Du bist bei Tüll und Tränen. Dieser Hochzeitsserie auf Vox, ja? Da sagen sie ja immer, ne? Bruno, Simone, wenn du dich unwohl fühlen tust, ne? Ziehst du einfach ein Bolero drüber, um die Arme zu kaschieren. Ich denke, was für ein Kaschieren? Das sieht aus, als ob du eine Polly Pocket Jacke so anhättest. Und dann schön zum Bolero noch Vanilla Impuls Bodyspray, Perlon Strumpfhose und Ballerinas. Dankeschön. Ich muss aber auch sagen, ich weiß generell auch nie so, was ich da anziehen soll bei so einem Date. Ich gehe ja so nicht zu einem Date, viel zu casual. Stell mir mal so, hallo. Ich ziehe so einen Anzug an wie der Bachelor. Wer guckt, der Bachelor? Wenn das erste Mal so der Wagen vorfährt. Nee, warte. Ich denke mir manchmal auch so, warte. Ich denke mir manchmal, eigentlich könnte ich auch voll der gute Bachelor sein, oder? Niemand wird denken, dass ich ein Hinterlader bin. Entschuldigung. Du hast voll die Augen verdreht. Wie heißt du? Du hier? Conny. Ja. Conny. Ja. Wer glaubt, dass ich hetero sein kann? Boah, ist das sad. Musik ab. Möchtest du diese Rose annehmen? Aber nicht für dich, ich bin gay.
wie aufgeregt die Frauen aber immer sind, ne, beim Bachelor, wenn das erste Mal so der Wagen vorfährt und die so aussteigen. Da war letztens eine, die ist singend ausgestiegen. Also sorry, sorry. Wer geht denn singend zu einem Date? Und auch ihre Songauswahl. Spür die Sonne, das Meer von Mexico City. Pack die Koffer, ich zeig dir wohin. Ah, ich bin Christina. Aber RTL sagt ja nicht, boah, ist das cringe. Nee, RTL sagt das vermutlich, genau. Das will ich sehen, dass ich singend zu einem Date gehe und der Kerl sagt, boah, das war so mutig, auch mitten auf der Straße. Ich mach das nächste Mal, ja, ich hab da schon den passenden Song, ja. Vielleicht kennen den einige von euch, der spiegelt mich auch total wieder, ja. Mach's mir Doggy, mach's mir Doggy. Stopp. Ich bin ja gelernter, ausgebildeter Musical-Darsteller. Ich muss das ja viel musical-mäßiger machen. Du weißt genau, ich werde schon wach, wenn du's mir von hinten machst. Mach's mit Doggy. Ruff. Mach's mit Doggy. Ruff, ruff. Mach's mir Doggy. Ich bin auch in Psychotherapie wegen meiner Mutter. Spaß. Aber ich muss sagen, ich bin ein großer Fan der Psychotherapie. Mir macht es richtig Spaß, einmal in der Woche nur über mich zu reden. Also ich bin wirklich interessant. Und meine Psychotherapeutin schreibt auch immer so kleine Notizen, wenn ich rede. Das ist voll süß. Ich habe mich schon voll dran gewöhnt. Jedes Mal, wenn ich jetzt mit Freunden rede, denke ich mir so, warum schreibt er nicht mit? Ich bin voll interessant. Keine Ahnung, ich bin in Psychotherapie. Ich versuche jetzt auch ein besserer Mensch zu werden für meine Mitmenschen und die Gesellschaft. Ja, ich versuche zum Beispiel dankbarer zu werden. Es ist richtig schwierig, dankbar zu sein. Ich schreibe jeden Tag auf, wofür ich dankbar bin. Ich schreibe Sachen auf wie, ich bin dankbar dafür, dass ich existiere, obwohl ich schöner sein könnte. Ich bin dankbar für meine Familie, obwohl sie schöner sein könnte. Ich bin dankbar für meinen Vibrator, obwohl ich gerne mehr Vibratoren hätte. Ja? Schwierig, dankbar zu sein. Ich bin dankbar für meine Trennung auch. Ja? Ich habe mich letztens von meinem Freund getrennt. Also eigentlich hat er sich von mir getrennt. Manchmal lüge ich. Und es war eine sehr typische Trennung. Also er war zu feige, sich von mir zu trennen. Das heißt, ich musste für ihn sprechen. Das heißt, ich habe mich quasi von mir selbst getrennt. Ich habe gesagt, du hast das Gefühl, dass die Beziehung nirgendwo hinführt. Du bist nicht mehr glücklich in der Beziehung. Blinzel zweimal, wenn du dich trennen willst. Und dann habe ich ihn gewaterboardet. Sag, dass du dich trennen willst. Und wie jede Frau, die sich kürzlich getrennt hat von ihrem Freund, habe ich jetzt einen Satisfier gekauft. Weiß jeder, was ein Satisfier ist? Yes! Ja! Yeah, ja, da wird auch Womanizer genannt oder auch Geschenk Gottes. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Satisfier ist, ist es so ein ganz kleiner Vibrator, den man hier anheftet und das saugt so dein ganzes Fleisch ein. Und er macht ein bisschen seltsame Geräusche. Also ich fand das anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist so ein